Zu einem weiteren Let's Play Minecraft jetzt aus meiner neuen Behausung. Ja, da ich ja kein Internet momentan habe, kann ich ja wenigstens dann etwas aufnehmen. Zur Sache, wir haben hier die 13W03A und der Sound könnte leicht gewöhnungsbedürftig sein. Mein Headset hat durch den Umzug doch etwas gelitten. Aber das Tolle ist, sobald ich meinen Erbschein habe, werde ich mal etwas investieren und ein wirklich teures Headset nehmen. Dann allerdings auch ein kabelloses, dann kann ich mich etwas freier bewegen. Aber jetzt wollen wir auch nicht lange reden, denn das Let's Play starten. Das klingt doof. So, und da mir gerade im letzten Moment noch eingefallen ist, dass ich was machen wollte, habe ich das jetzt schnell gemacht. Was ich gemacht habe, ich habe unseren aktuellen Höllenspielstand, das ist ja Dim-1, habe ich auf Dim-2 herabgesetzt, so dass wir eine neue Hölle kriegen. Denn, was machen wir heute? Wir drehen erstmal an dem Sound hier etwas leiser, das bläst nämlich in die Ohren. Nur gut eingestellt ist es. Immer noch keine Hintergrundmusik, ja leider. So, denn wir gehen heute in eine neue Hölle, wollen etwas erkunden dort. Und natürlich auch das neue Erz finden, das Quarz. Lalala, das sollte reichen. Vielleicht noch eine Schaufel, da können wir uns vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Ne, ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Spitzhacken. Nehmen wir mal alles mit, was wir hier an Spitzhacken haben. So. Komisch, vor der Aufnahme war mein Hals ganz frei. Jetzt habe ich wieder den Hals verstopft, aber ich habe auch nichts zu trinken hier. Das ist jetzt... Na, das muss jetzt bis zum Ende dieser Folge warten. Ansonsten könnte ich ja mal kurz zusammenfassen. Ich meine, oder das könnte ich auch lassen, denn sobald diese Folge kommt, da wir ja momentan so ein bisschen in Stocken geraten sind, durch Umzug, durch neue Telefonverbindung etc. bla bla, kann ich mir das sparen, jetzt hier zu erwähnen, was alles neu ist, denn... Das kennt ihr ja schon. 1.5 ist sicher schon released. Von daher sparen wir uns das und gehen direkt in die Hölle und sammeln das neue Quarzerz auf. Und Standardtexturen, weil momentan ist noch kein Texture Pack zu haben, welches für diese Version ausgestattet ist, denn die Texture Packs wurden ja komplett neu überarbeitet. Und ja, von daher, ich sehe jede Menge Quarzerz. Ich hoffe, die Geister lassen uns jetzt hier ein bisschen in Ruhe. So. Wir machen das jetzt hier ganz gemütlich. Zwar etwas länger, aber wenn wir jetzt ständig diesen Geistern ausweichen sollen, wäre das doch die schnellere Alternative. Oder liegt das nur außen? Liegt das gar nicht drin? Haben sie den Netherstein etwas überarbeitet oder sieht er nur für mich etwas anders aus als sonst? Eine hübsche, sichere Kammer hier. Vielleicht ist der Geist auch weg. Nein, kann nicht. Ja. Da drin ist wirklich nicht viel zu holen. Vielleicht liegt es wirklich nur außerhalb der Höhlen. Oder außerhalb vom Gelände. Hallo, Schweinezombie. Euch gibt es scheinbar immer noch hier. Und jetzt nur merken, wo wir herkommen, denn sonst gibt es doch ein paar kleinere Probleme.
hier scheint alles friedlich zu sein, dann können wir hier in Ruhe was abernten. Macht auf jeden Fall mal richtig Spaß, was Neues zum Ernten zu haben. Sowas könnte mit jedem Update kommen, irgendein neues Erz oder irgendein Rohstoff zumindest. Irgendwas, wofür es sich lohnt, mal wieder in eine neue Welt zu reisen und was abzubauen. Was werden wir mit dem Quarz machen? Wir könnten jede Menge damit machen, aber ich habe vor, damit unseren Tempel ein bisschen zu verschönern. Denn wir wollen da ja diese Item-Ständer reinbasteln. Und ja, ich habe das jetzt immer so ein bisschen rausgeschoben, weil Wolle ist ja auch irgendwie langweilig. Und sieht auch etwas billig aus, aber Quarzplatten, an denen die Items hängen, das ist doch edel, das ist neu, das hatten wir noch nicht. So, und von daher, Hintergrundmusik gibt es übrigens noch keine, da hatte ich noch keine Zeit, dort neu zu suchen. Irgendwo hatte ich hier CDs liegen, wo ich alles drauf gespeichert hatte. Nur die sind wohl im allgemeinen Umzug noch irgendwo verbuddelt. Kennt man ja. So. Oh Gott, da oben. Aber so viel wie hier rumliegt, müssen wir jetzt nicht unbedingt da oben abbauen. Stufe 30, das heißt, wir sollten dann die Hölle kurz verlassen und was verzaubern. Oder wir sollten genau jetzt sterben. Dann können wir auch gleich so ein bisschen Netherstein weglegen. Was man auch noch Tolles jetzt bauen könnte in der Version, das wäre ein Item-Sortierer. Hätten wir nie mehr Ärger mit unsortierten Items, müssten wir nur regelmäßig so zu Cobblestone oder sowas lernen. Ah, für Cobblestone ist das eh nicht geeignet, da könnte man auch das Cobblestone vorher separat aussortieren. Aber die Hopper sind auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung. Damit sind wir Level 30. GZ an alle und an mich. Endlich haben wir es mal wieder geschafft. Ist auch lange her, seitdem wir wieder das letzte Mal was verzaubern konnten. Und theoretisch könnten wir jetzt so ein Zauberbuch verzaubern, aber so selten wie wir auf 30 sind, das lohnt sich kaum. Ich meine, wären wir jetzt bei mir auf dem Server, würden uns an meine Monsterfalle den halben Tag hinstellen. Dort dann immer mal wieder abernten und freuen, dann würde es sich durchaus lohnen. Wo kamen wir eigentlich her? Von hier? Ja, das sieht gut aus. Ja, da ist der Geist wieder. Hier noch mal mit. Wir wollen ja auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Wie viel haben wir eigentlich? Erst zwei Stacks. Naja. Da hatte ich mir allerdings etwas mehr erhofft. Aber jetzt mal ernsthaft, so ohne Witz, wo kamen wir her? Ah. Einmal im Kreis gelaufen.
Warum kriege ich beim Aufnehmen immer so schlecht Luft? Aber da wird gleich nach der Folge was geregelt. Ist ja auch erst die erste Folge. Noch darf ich schlecht Luft kriegen, noch sind wir in der Einleitung für heute. Aber wenn ich jetzt einfach davon hier so ein bisschen was reinsprühe. Hauptsache man hat irgendeinen Geschmack im Mund. Das regt dann nämlich die Speichelproduktion an und dadurch hat man dann gleich einen feuchteren Mund. Nicht mehr so trocken und man kann viel besser reden. Er ist nicht mehr so verklebt und so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und das war jetzt kein Deo, das ich mir in die Fresse gesprüht habe. Das war... Was war das? So ein Modulspray für Atem und so. So. Wir nehmen mal wieder die Spitzhacke, weil die brauchen wir am häufigsten. Auf zum Zauberbuch. Und da haben wir unseren Buchschrank hier, unser Verzauberungs-Dingens, da haben wir immer noch nicht weitergemacht. Wir sollten uns auch mal schämen, dass wir da noch nicht waren und das endlich fertig gemacht haben. Genauso wie unser Familienhaus hier, das habe ich auch nicht vergessen. Leider muss ich zu meiner Schande gestehen, durch den Festplattenriss, den wir ja letzten Monat hatten. Sind natürlich da meine Aufzeichnungen alle verloren gegangen. Also alle meine Saves, die ihr mir gesendet hattet. Das muss ich wirklich zu meiner Schande gestehen. Das ist alles weg. So, jetzt liefern wir die Spitzhacke hier kurz ab. Warum fahre ich eigentlich nicht mit dem Minecart? Das müsste doch oben stehen, oder? Ja. Hä? Ach so. So, das war auf jeden Fall eine gute Sache, dass wir da diesen freien Fall gemacht haben. Und man muss sagen, unser Bahnhof war wesentlich schneller gebaut als mancher Flughafen. So, wir laufen hier ständig, dabei haben wir doch so eine schöne Bahn hier. So, dann geht's mal weiter. Glowstone kann auch nicht schaden. Wollte ich nicht das Inventar nochmal leer machen? Ach, ist ja eh kaum was drin. So, ich hoffe, der lässt uns jetzt hier schnell das Glowstone wegernten. Nein, das ist er nicht. Bam. Ja, ich hab verstanden. Hör auf zu feuern. Ich hau ja schon an. Doch ist das Ding sehr tief, also das kommt hier nicht an uns dran. Nee. Hätte ich gerne noch mitgenommen, aber nicht, wenn der Alte da rumplörgt. So, hier haben wir noch schön... Also Festung haben wir wieder keine in der Nähe, zumindest so wie ich das sehe. Da habe ich hier gerade so ein bisschen rumgeguckt. Die Hölle sieht eh sehr ähnlich aus unserer letzten Hölle. Vielleicht haben sie den Höllencode ja weitestgehend beibelassen, nur halt, dass ein paar Nethersteinbrocken durch die neuen Quarzbrocken ersetzt werden. Ich hoffe, das machen sie jetzt auch nicht, dass das Zeug noch seltener wird. Denn ich sag mal, von der Menge, die man da braucht, um damit wirklich sinnvoll was zu bauen, ist das schon gut, was momentan vorhanden ist. So.
Auch das Netherstein, was wir hier jetzt rausholen, das ist auch nicht vergebens. Das werfen wir nicht weg, das packen wir in den Ofen. Denn wir können ja daraus jetzt unsere Ziegel, also diese Nether-Ziegeldinger da machen. Ja, da könnte ich jetzt runterhüppeln, aber dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch. Also nehmen wir erstmal mit, was hier drin noch rumsteht. So. Und schon wieder 5 Level gemacht. So, und damit ist die erste Folge auch rum, die ich jetzt hier aufnehme.